jetzt kommen wir also zum Bieranstich zur Eröffnung. Auf geht's. Eins. Nochmal eine. Zwei. So, mal gucken, was rauskommt. Bitte. Guter Gott segne Oberursel und die Cap. Der Papa kann jetzt nicht. Lass uns Spaß haben. Ehren, was uns in den Garten der Schöpfung gegeben ist, auch im Ebbelwey. Und davon so viel trinken, wie uns schmeckt und nicht mehr, als uns gut tut. Gott segne Oberursel und die Cap. Und jetzt wird's feucht. Gleich drei. Olympiade. Ausgetragen von den Oschler Kerbeburschen, den Bommershammer Kerbeburschen und den Burgholz-Häusner Kerbeburschen. Herzlich willkommen! Geflogen kommen. Die gebratenen Täubchen. Das nenne ich Teamgeist.
Hier vom Kameraden, vom Rico kriegt der Jule das Taschentuch gereicht und kam sich den Mund ab. Sehr gut, sehr gut. Runter. So, runter hat er schon. Wenn ich mal sagen darf, das sieht auch nicht schlecht aus. Christoph hilft nochmal ein bisschen nach. Naja, es wird negiert. So, sauber, Schnelligkeit. Alles gut. Wir kombinieren das Ganze. Wir haben dann fertig, los. Komm in der Frühstart. Wir haben hier einen kleinen Frühstart, aber das ist egal. So, ihr seht. Finish hat ergeben, alle einen Punkt, sauber, Jungs, das habt ihr schön gemacht. Und damit steht der Gewinner der diesjährigen Kerbe-Olympiade fest. Die Jungs sind schon bereit für den Trikottausch. So, Mia, wer hat den ersten Platz? Burkholzhausen. Burkholzhausen hat den ersten Platz. Du darfst die Urkunde überreichen. Also das diesjährige Kerbepaar, der Louis Blumenstein und die Mia Behrendt. Und die Mia muss jetzt mit so wenig Schlägen wie möglich hier unseren Giggel bzw. den Bämbel, wo der Gigi drinsteckt, zum Bruch bringen. Da wird der Schwanz nochmal hochgehalten. kleiner Scherz. Komm. Da geht noch was. Ein Schlag ist zu toppen. Und jetzt wird der erste Schlag wird ausgeführt. Oh, das war daneben. Der Wimpel ist nicht davon. Der dritte Schlag hat gesessen. Mia, hier hast du unseren schönen Kombi. Ach ja, und falls irgendjemand unsere Kerbelis gesehen hat, es würde uns sehr freuen, wenn wir da vielleicht Informationen bekommen könnten. Es wird auch entlohnt. Also, in diesem Sinne, ohne.